Hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Skyrim The Elder Scrolls Special Edition. Ja, wir waren das letzte Mal stehen geblieben, wie wir ein paar Kopfgelder eingeholt haben, also ein bisschen Geld verdient haben. Und nun sind wir immer noch hier auf dem Balkon von der Drachenfeste. Wir werden uns aber jetzt der nächsten Aufgabe widmen, das ist der Schrein von Azura. Und mal sehen, was wir zwischendrin noch für Quests aufgebrummt kriegen, weil das ist das Typische bei der Elder Scrolls, dass man bei jedem, wenn man anspricht, eventuell eine Quest vonstatten kriegt. War ich ganz kurz irritiert. So. Ich muss immer noch sagen, es freut mich mega, dass bei euch das Projekt so gut ankommt. Und ich meine, ihr habt es entschieden. Ihr wolltet Skyrim, also kriegt ihr Skyrim. Das jetzt schon... Ich glaube, sieben... Ich glaube, wir sind jetzt schon bei der 7. Folge jetzt schon. Und ganz ehrlich, mir macht das Spiel... so derbe Spaß. Ich habe noch nicht viel gesehen jetzt in diesem Let's Play, weil es gibt noch einiges zu sehen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das Ganze ein bisschen abkürzen können. Jetzt muss ich noch sehen, wo der Pfeil ist hier. Okay, das ist da oben. Wir können leider nicht abkürzen. Das heißt, wir müssen... Ich werde erstmal den Weg hier entlang gehen. Entweder den Weg hier nach oben. Ich weiß nicht, ob der Weg da nach oben führt zum Schrein. Oder ob ich da wirklich nach Windhelm reisen muss. Dass ich hier einen Weg darauf finde. Ich glaube, wir gehen zur Kutsche. Und reisen nach Windhelm. Und von Windhelm aus reisen wir dann... zum Schrein von Azura. Soll ich euch mitnehmen? Ich möchte die Kutsche mieten. Ja. Wohin soll's gehen? Nach Windhelm, guter Mann. Wieder hinein, dann sind wir weg. Was heißt denn hier wieder hinein? Ich war noch nie drin bei deiner Kutsche, aber gut. Wart ihr schon mal in Windhelm? Nein. Einigen Aussagen zufolge die älteste Stadt im Himmelsrand. Okay. Okay, die älteste Stadt im Himmel, ganz Himmelsrand. Okay. So, jetzt haben wir Windhelm, die Stelle von Windhelm entdeckt. Aber, schaut mal, wie viel Schnee hier liegt. Boah, Alter. Naja, dann machen wir uns mal auf den Weg zum Schrein von Azura. Jetzt ist die Frage, muss ich rechts von der Festung entlang oder links davon entlang? Ich gehe erstmal den rechten Weg da. Ob ich nicht irgendwie eine Möglichkeit habe, da hinzukommen. Natürlich will ich jetzt nicht strikt der Linie entlang gehen, Freunde. Sondern ich werde schon hier ab und zu mal mit den Leuten reden. Und das Weizen gehört jetzt uns. Das werden wir nicht verkaufen. Und das brauchen wir für Heiktränke. Mal sehen, was man mit denen quatschen kann. Wolfrieda ist nervtötend, aber sie zahlt gut. Zum Glück kann mich hier draußen niemand aus der Stadt sehen. Okay. Ist diese wie jeder Wolfrieda sagt? Ich weiß nicht, der Name war jetzt seltsam. Schau mal, was hier in den Fässern drin ist. Kartoffeln, das ist leer. Ich gehe mal rein. Der Brandy Krughof. Ja, ich will mit dir quatschen. Willkommen, willkommen, willkommen. Es verirren sich nicht viele Fremdlinge hierher. Wollt ihr euch etwa auf einem echten Bauernhof die Finger schmutzig machen? Naja, ich habe eigentlich eher daran gedacht, dass ich mich mal kurz hier aufwärme, weil draußen zu kalt ist. Ja, am liebsten würde ich sie umbringen.
Nee, komm, hier raus hier. Ich wollte mich nur kurz aufwärmen. Sagen wir so, Gebäude ausplündern lohnt sich halt nur wirklich, wenn die Besitzer gerade mal nicht da sind. Dann lohnt sich das viel, viel, viel mehr. Ja, da unten sind Bötchen, da ist ein Steg. Entschuldigung, wenn ich ab und zu mal stehen bleibe. Dann gucke ich... da unten sind solche Seerosse. Höcker heißen die, glaube ich. Oder Hocker oder so ähnlich. Was ist hier? Also wenn hier abgeschlossen ist... Was der... Was... Hyaluf. Alter, das sind Namen. Da ist auch jemand drin. Kann ich mit dir quatschen? Ich werde langsam zu alt, um den ganzen Tag zu arbeiten. Hoffentlich lässt mich Meister Helalu ein bisschen kürzer treten. Ja. Ich kann es dir natürlich noch kürzer treten lassen, indem ich dir einen Pfeil durch den Kopf jage. Aber wer weiß, vielleicht überlebt die das ja auch noch. Okay, ein Hof. Da sind Zicklein. Da ist wieder Weizen. Nehmen wir mit. Jetzt hätte ich gedacht, irgendwas hätte mich jetzt geschubst. Hühnereier nehmen wir mit. Die Zicklein könnten wir natürlich auch töten. Merken wir uns einfach Memo an mich, wenn du diese Folge nochmal anschaust. Beim Hühnerhof neben Windhelm laufen haufenweise Ziegen rum, weil die können wir für das eine DLC gebrauchen, wo wir unser eigenes Haus bauen können. Wenn wir Hörner benötigen von den Ziegen. Aus Frostdieselhof, das ist ein schöner Name. Auch offen. Ein Hund. Zwei Hunde sogar. Ja, ist ja recht. Hallo, Tulwur. Meister Grausammeer arbeitet manchmal auf den Feldern. Ich glaube, der Herrin gefällt es nicht, aber sie lässt ihn gewähren. Ja, warum nicht? Dann muss sie sich doch wenigstens nicht die Finger dreckig machen. Ja, vielleicht ist das dumme Hund nicht so böse gemeint. Nee, trotzdem jetzt hier mit. So, wir müssen immer noch in die Richtung. Ja, vielleicht geht... Ja, okay, das geht hier komplett in die falsche Richtung. Steht da oben was? Also da? Nee, sonst wird es sich bewegen. Wir müssen darüber, Freunde. Das heißt, einfach mal ganz kurz ins eiskalte Wasser springen. Aber nicht zu den Tieren dahinter. Mal sehen, vielleicht gibt es hier auch Fische, die mich beißen wollen. Boah, Alter, ich will nicht wissen, wie kalt die Scheiße... Entschuldigung, wie das Wasser ist. Da ist zum Beispiel eine Lehmgrube. Die kann man auch später gebrauchen fürs Haus bauen. Also du kannst auch Material farmen, wenn du das möchtest. Das ist ein Hund oder ist das ein... Das ist ein Hund. Hey, du! Du solltest wieder nach Hause gehen, Hund. Ich wollte schon sagen, wenn er sich jetzt dahinter mit den Tieren da anlegt, mich keine Verantwortung dafür. So, mal schon. Oh, Alter, dieser Schnee. Ich krieg hier Fröstelanfälle hier. Vor allem, stell dir mal vor, okay, wenn jetzt die Rüstung gut gepolstert ist, keine Frage, dann ist es nicht so kalt. Aber Eisen kühlt sehr schnell ab und ich will nicht wissen, wie arschkalt das Eisen meiner Rüstung jetzt gerade ist. Was ist das hier? Da ist ein Eimer, okay.
traue dem Braten hier gerade nicht. Hier ist noch ein Art Altar. Oh, hier ist ein Anbetungsschrein von Arkai. Den nehmen wir jetzt aber nicht, aber ich nehme das Geld mit. Alter. Ich will das Geld hier mitnehmen. Okay, 3 Septime darf ich ja nicht mitnehmen. Ich gehe mal weiter die Richtung. Da ist ja auch... Nummer ist Freitag. Ich werde jetzt da nicht reingehen. Wo liegt denn dieses komische Hügelgrab? Ach, das da hinten ist das. Ja, da brauchen wir jetzt nicht hingehen. Ich dachte, das wäre jetzt auf meiner Seite des Flusses. Aber gut, haben wir ein bisschen Geld wieder bekommen, auch wenn wir nicht die ganzen Münzen bekommen haben. Da weinen wir jetzt keiner Krokodilsträne hinterher. Wir kriegen noch genügend Gold in dem Spiel hier. Und wie gesagt, wir brauchen insgesamt 5000 Goldstücke, also 5000 Septime, damit wir die Bude in Weißlauf kaufen können. Okay, irgendwo sind Wölfe und ich sehe sie nicht. Ich nehme lieber meine Axt mal. Komm, es war doch bloß nicht bloß einer. Oder doch? Ab und zu muss man schon mal auf die Gebilde hier achten. Weil es könnte ja sein, dass da ein Erz dran klebt. Alter Ziege. Spielen wir den Gold Simulator? Nee, Spaß. Obwohl, den hätte ich auch. Den Gold Simulator, aber... Ich glaube, dass der Gold Simulator würde sich eher als Streamspiel lohnen als Let's Play. Oder Fun-Video. Da ist ein weißer Fuchs, ein Schneefuchs. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber... Ich glaube, das war die bessere... Na komm her, du. Er weiß, der quatscht mich an mitten in... Warum? Warum quatscht er mich an, während ich kämpfe? Alter, die besiegen mich gleich. Du Feigling! Ich glaube, es hakt. Scheiß Dieb. Flüchtling. Der hat mir irgendwas untergejubelt, der Sack. Pass auf, das quatscht mich gleich der Nächste an, der hat das wirklich gehört. Ganz ehrlich, den gebe ich das Zeug auch wieder zurück. Ich will nichts mit fremden Deals gut zu tun haben. Ja, da mal die Kaiserlichen. Ganz ehrlich, ich würde die zu gern auch hops nehmen. Ach, da ist ein Weg, schaut mal. Warum ich jetzt den Flüchtling getötet habe, ganz einfach. Der hat irgendwas geklaut.
Ja, du willst mir jetzt vor allem, dass ich hier die Schneebühe nicht hochkomme. Ich hoffe mal, das waren nur zwei Wölfe. Habt ihr eben jemanden vorbeilaufen sehen? Ich nehme an, das gehört euch. Ja, woher habt ihr das? Ach, vergesst es. Hier ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Ich werde diesen Dieb aufspüren und umbringen. Gold hinzugefügt. Ein Gold. Und klaut mir meine Beute. Steckt den Laden nicht in Brand, ja? Ich glaube, das hakt. Mein Schild wieder. Ich glaube, es hakt. Habt ihr gesehen? Der hat den Wolf da, wollte den Wolf da ausleeren und dann weitergehen. Ich gebe euch einen ganz guten Tipp. Versucht nicht von den, als Jäger einen anderen Jäger seiner Beute streitig zu machen. Kommt nicht gut. Habt ihr ja gesehen. So, ich glaube nicht wirklich, dass ich da nach oben muss. Ist das eine Ader oder ist das... Nichts. Doch, es ist eine Ader. Gut, dass ich das gesehen habe. Ich bin immer überlegen, wenn es ein bisschen dunklere Orte gibt oder so, dass ich das Ganze immer ein bisschen heller machen soll. Aber wenn ihr nicht, wenn YouTube das Ganze ein bisschen dunkler macht oder zu dunkel macht, tut es mir furchtbar leid. Aber ich kann nicht immer wieder das Spiel heller, dunkler, heller, dunkler. Kann ich nicht machen, will ich nicht. Müsst ihr, dann gebt mir nicht die Schuld, gebt YouTube die Schuld, weil die immer so mit diesen... ist das ein Wolf, der da vorne geht? Ich glaube ja. Alter, jetzt haut er ab, du Feigling. Aha. Und da hat er ein paar Zieglein gereist, das nehmen wir doch gleich mal mit, das Zeug. Und da, der hat auch noch einen Hasen gerissen. Nehmen wir auch gleich mit. Und der Schrein... Da sieht man schon den Schrein von Azura. Das ist aber ein normaler Fuchs, kein Wolf. Den töte ich jetzt nicht. Ich hoffe, dass jetzt da hier kein Drache umher fliegt. Weil ich will eigentlich jetzt mich genau hier hinstellen, um ganz kurz mal das Thumbnail zu machen für diese Folge. Ihr kennt ja den Trick. TM in der Konsole machen. Das Ganze natürlich weg. Weil das ist ein echt klasse Thumbnail für diese Folge. So, dann gehen wir mal zum Schrein von Azura. Das ist er nämlich. Man könnte schon fast meinen, so groß wie diese Steinfundamente sind, dass das irgendwie auch ein Tempel hätte sein können. Aber es ist halt leider nur ein Schrein. Hallo, Aranea. Azura hat gesehen, dass ihr kommt, Reisender.
Nicht die Neugier, sondern das Schicksal hat euch hierher geführt. Was ist das hier für ein Ort? Wo ist Azura? Die Dunmeer erbauten diesen Schrein. Unser Land versank unter Feuer und Schwefel, doch Azuras Prophezeiungen führten uns in Sicherheit. Sie ist eine Deldra, ein mächtiges Wesen, das von jenseits der Welt der Sterblichen auf uns herabschaut. Sie hat euch zu ihrem Champion auserkoren. Ich bin nicht der Champion von irgendjemandem, sucht euch einen anderen. Okay, sagen wir einfach mal, gut, was braucht denn Azura? Ihr müsst eine Festung aufsuchen, bedroht und doch unberührt vom Wasser. Dort findet ihr einen Elfenmagier, der den hellsten Stern schwarz wie die Nacht scheinen lassen kann. Es ist rätselhaft, ich weiß. Aber Azuras Zeichen sind immer richtig. Ich glaube, bei der Festung handelt es sich um Winterfeste. Fragt dort, ob sie diesen Elfenverzauberer kennen. Woher stammt dieser Schrein? Die Dunmeer, mein Volk, haben ihn erbaut. Wir flohen nach dem Ausbruch Fadenfels vor fast 200 Jahren aus Morrowind. Wer an Azura glaubte, sah eine Vision, die uns von der Insel führte und vor dem Schlimmsten bewahrte. Dieser Schrein ist unser Dank an sie. Niemand soll vergessen, dass sie über uns alle wacht. Seid ihr hier ganz allein? Ja, es gab noch andere, aber Azuras Visionen stellten ihren Glauben auf die Probe. Sie verschwanden nach und nach, weil sie Angst davor hatten, in ihre Zukunft zu blicken. Aber ich verlasse den Schrein nicht. Die Visionen sind ein Geschenk. Azura warnt mich vor Tragödien, Kriegen und Tod, bevor sie sich ereignen. Ich lasse mich weiter von ihr führen. Ich möchte mehr über Azura erfahren. Sie ist die Göttin der Morgen- und Abenddämmerung. Azura erblickt das Zwielicht der Zukunft und führt ihre Anhänger hindurch. Okay, dann haben wir eine Quest aktiviert. All dies wurde prophezeit. Und wir müssen unseren Teil dazu beitragen. Wie du meinst. Und hier übernachtest du. Uff. Ja, das ist schon ein imposanter Schrein. Vor allem, wie lange muss das gedauert haben, so eine riesige Steinskulptur auf die Beine zu stellen? Azura, die ihre Kinder aus der Katastrophe von Fadenfell geführt hat. Ihr seid die Prophetin, die unsere wahre Zukunft enthüllt. Okay, Amen, sage ich dazu einer Schwester. Ja, da ist ein Drache, schaut mal. Ich schau, dass ich mich davon mache. Winterfeste. Da ist auch wieder Erz. Seht ihr, das hätten wir jetzt verpasst, wenn wir jetzt schnell Reise gemacht hätten. Okay, wir müssen nach Winterfestern und nach den Elfenverzauberer fragen. Ist Winterfeste eine Stadt? Ja. Da müssen wir hin. Also reise ich mal wieder nach Stelle von Windhelm und reise nach Winterfeste. Ich meine, ihr könnt auch in den Kommentaren schreiben mal, soll ich alles zu Fuß abklappern? Soll ich nicht so viel Schnellreise machen? Dann würde sich das Let's Play aber noch mehr in die Länge ziehen, als es jetzt schon ist. Tut, meine ich. Ist eure Entscheidung dann in den Kommentaren. In dem darauffolgenden. Hallo. Soll ich euch mitnehmen? Ja. Wohin soll's gehen? Ich würde gerne mal nach Winterfeste. Klettert wieder hinein, dann sind wir weg. Ja, das wird ja immer teurer. Yike. Einst ein Reck Ragnar der Rote genannt, nach Weißlauf geritten von Rorikstadt. Mann, wollte das ganze Lied hören. Und mein Cappuccino ist alle. So, zack, zack.
Wenn ich hier einen Händler finde, dann werde ich erstmal verkaufen, wenn ich was zum Verkaufen habe. Ihr bringt keins nach Hause. Was soll ich eurer Meinung nach tun? Mich in der Akademie einschreiben und den ganzen Tag herumstolzieren und Zauber wirken? Ihr könnt doch nicht einfach so weglaufen. Wo wollt ihr denn hin? Auf einen Schluck ins Gasthaus natürlich. Wo sollte man in dieser götterverlassenen Stadt denn sonst hingehen? Ach so. Und auf die Weise wollt ihr all eure Probleme... Die Graubärte haben das Drachenblut nach Hochrotka gerufen. So etwas ist schon seit einigen Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Ja, glaube ich dir. Mal sehen. Ist doch hier... Ganz ehrlich, hier ist eine verlassene Bude. Hier hätten wir doch... Okay, hier ist ein Mammutschädel. Noch eine verlassene Bude. Aber hier... Hier ist überhaupt nichts zu finden. Also komm bitte. Ja, das ist so Erkundungsdrang gleich null wieder, weißt? Man könnte ja mindestens irgendwas drin liegen lassen. Goldbeutel oder Trank oder irgendwas, was sich halt lohnen würde. Was könnte das zu bedeuten haben? Ja, die... Von uns würde eine solche Ehre zuteil. Ja, das rätseln die jetzt alle hier. Hallo, ich wollte mal kurz guten Tag sagen. Aldas Familie besaß früher viel Einfluss in Winterfeste. Es ist mir eine Ehre, ihm auch jetzt noch zu helfen. Wenn du das sagst. Hallo, Kraldar. Hallo. Winterfeste mag nicht sehr imposant aussehen, aber es besitzt eine sehr reiche Geschichte. Ich möchte mehr über die Geschichte von Winterfeste erfahren. Leider ist die Stadt Winterfeste, die ihr vor euch seht, nicht gerade sehr imposant. Doch ich kann euch versichern, dass sie in ihrer Blütezeit etwas ganz Besonderes war. Eine frühe Hauptstadt Himmelsrands, wisst ihr? Unglücklicherweise hat die Oblivion-Krise Winterfeste in Mitleidenschaft gezogen, in mehrfacher Hinsicht. Dann verschluckte der große Zusammenbruch einen Großteil unserer geliebten Stadt. Der große Zusammenbruch, was soll das sein? Vor etwa 80 Jahren geschah ein schreckliches Unglück. Die Klippen, die das Geistermeer überragten, brachen zusammen und rissen einen Großteil von Winterfeste mit sich. Die Akademie blieb bei alledem so gut wie intakt. Viele Überlebende waren argwöhnisch. Manche glaubten, die Magier stünden hinter dem Ganzen. Andere meinten, sie hätten es zumindest verhindern können. Erzmagier Aren versicherte mir, dass seine Leute nichts damit zu tun haben. Und ich glaube ihm. Doch Winterfeste erholte sich nie davon. Okay, ist die Akademie so gefährlich? Aber nein, das sind einfache Gelehrte, die niemandem etwas zuleide tun. Ich habe mich im Lauf der Jahre mehrmals mit Erzmagier Aren unterhalten. Er ist äußerst höflich, wenn auch etwas zurückhaltend. Okay, welche Auswirkungen hatte denn die Oblivion-Krise auf Winterfeste? Ihr habt vielleicht die Akademie bemerkt, gleich nördlich von hier. Eine sehr angesehene Stätte. Aus ganz Tamriel kamen Magier hierher, auf der Suche nach Wissen. Als die Oblivion-Krise vorüber war, gaben viele den Magiekundigen die Schuld, insbesondere den Elfen. Das führte zu großen Spannungen. Etliche Dunkelelfen wurden aus der Stadt vertrieben und den Einwohnern behagte die Präsenz der Akademie nicht mehr. Okay, kann ich aber verstehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay, Experte. Oha. Ja, dann gehen wir wieder. Aber mal ganz, ganz, ganz ehrlich. Man sieht ja die Überreste von den Erschütterungen und so weiter. Das ist hier die Akademie da hinten. Und ihr seht ja, wenn ich jetzt mal... Ich versuche mal ein bisschen mal näher hinzugehen. Ohne dass mich jetzt die Frau da hinten bemerkt oder Nerven tut. Ich gehe mal bis zum Rand hier. Schaut mal hier. Hier sind die restlichen... Also hier ist das Ganze eingestürzt drumherum, ja? Hier war alles mal hier eine Stadt. Da frage ich mich aber, auch wenn es hier harter Winter ist und so weiter, ist ja klar, wieso versuche ich nicht irgendwie Geld zu bekommen, um, und jetzt haltet euch mal fest, oder setzt euch am besten mal hin, mal so viel Holz hier zu hacken. Ich meine, hier stehen so viele Bäume. Warum habe ich nicht versucht, die Häuser da wieder zu reparieren oder der Straße entlang oder, weiß ich nicht, Gebäude wieder zu errichten? Ich meine, Platz wäre doch eigentlich relativ genug.
Man könnte sogar hier die alten Häuser wieder... Man könnte hier einen Laden reinmachen, noch einen zusätzlichen. Einen Pferdestall, dass man hier sich herkutschieren lassen kann. Bin ruhig. Dann ist es wahr. Und hier könnte man Wohnhäuser nochmal hinbauen, so zwei Stück. Schaut, hier sind zwei... Das sind zwei Ruinen. Die könnte man wieder aufbauen. Dann könnte man hier nach oben die Stadt erweitern. Das wäre alles möglich. Alles. Aber nein, man will nicht. Irgendwie, habe ich das Gefühl. Brina, was? Brinas Überreste? Das ist aber ein seltsamer Name für einen Laden. Ich verkaufe so gut wie alles, wenn es sich für mich lohnt. Vergesst das nicht, ja? Laufen die Geschäfte gut hier oben? Sehr komisch. Ihr habt sicher bemerkt, dass es in Winterfeste nicht gerade von Leuten wimmelt. Ich verkaufe, was ich kann. Wenn ein Gegenstand es wert ist, ein Preisschild zu bekommen, dann bekommt er auch eins. Ich habe mir ein paar Mal die Finger verbrannt, ein paar schlechte Geschäfte gemacht. Aber meistens fällt etwas Profit ab. Ihr habt über ein schlechtes Geschäft gesagt? Ja, das war ganz schön dumm von mir. Ich hätte der Geschichte keinen Glauben schenken und das Geschäft ablehnen sollen. Aber das habe ich nicht. Und jetzt bleibe ich auf diesem wertlosen Krempel sitzen. Was denn für eine Geschichte? Es ging um diese Bestattungsurne und das Ingol-Hügelgrab. Er sagte, sie sei mehr wert als ihr Gewicht in Gold, wenn ich sie dorthin zurückbringen würde. Irgendwas darüber, sie in Ingols Kammer zurückzubringen, glaube ich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Selbst wenn es der Wahrheit entspräche, ich setze keinen Fuß in ein altes Grab, in dem es von allen möglichen Gefahren wimmelt. Ich könnte mir das mal anschauen, meine liebe Birna. Mich ärgert es schon gar nicht mehr. Ihr wollt es euch ansehen? Gut. Ich verkaufe euch das Ding für 50 Goldmünzen. Dann ist es euer Problem. Ja, komm, ich nehme die Klaue. Na gut. Hier, bitte. Wenn ihr seinetwegen umkommt, ist das nicht meine Schuld. Verstanden? Ja, alles gut. Aber ich passe auf. Wenn ich herausstellen sollte, dass es tatsächlich etwas wert ist, dann sagt ihr mir Bescheid, ja? Mach ich auf jeden Fall. Versprochen. Warum habt ihr euren Laden ausgerechnet hier aufgemacht? Meine Entscheidung war das nicht. So viel kann ich euch sagen. Ich hatte keine große Wahl. Ranmir und ich sind hier aufgewachsen. Und er versäuft fast das ganze Geld, das ich verdiene. Da ich nicht genug Geld hatte, um wegzuziehen, habe ich beschlossen, es als Händlerin zu versuchen. Aber mal ganz ehrlich, ist das, wenn das ihr Ehemann ist, ganz ehrlich, was ist das denn für ein Penner? Versauft das ganze hart verdiente Geld von ihr. Für manche ist es Ramsch, für mich sind es Schätze. Ja, mal schauen, was hast du denn zu bieten, Mädel? Oh, sehr wenig. Eske des flinken Finger. Ihr erfolgreiches Taschendiebstahl wird um 15% verbessert. 1429, okay. Ich kann verstehen, dass ihr verzweifelt ist, aber die Preise... Ja, ganz ehrlich, dann wundert es mich nicht, dass die so wenig Profit macht, wenn die... Warte mal, wir verkaufen erstmal was und dann kaufen wir die Dietriche. Ja, das will ich entzaubern, Bekleidung. Das Blocken mit einem Schild. Ja, ich werde wieso nie mit Schild arbeiten, also weg mit dem mit den Rotz. So, Schriftrollen behalte ich noch. Sonstiges. Hier, die Amethysten kann sie wieder... Bekommen jetzt Fuchspelz, kriegt sie von mir. Die neuen Granatsteine kriegt sie von mir. Also die Korallen-Drachenklau haben wir ihr gerade abgekauft. Also das gute Ding hier. So, dann gehe ich wieder hoch. Sonstiges. Die 7 Dietriche, die will ich mir auf jeden Fall holen. So, mehr machen wir nicht. Also gut. Jupp, bis denn. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Bleibt weg von der Akademie. Ja. Entscheid immer noch ich, ob... Mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern es interessiert kein, was dich beschäftigt. Meine Aufgabe ist es, dem Jarl zu dienen und nicht meine Zeit mit Reden zu verschwenden. Ich suche nach Arbeit, wisst ihr etwas?
Der Jarl hat ein Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Passt auf euch auf. So. Unsere Familie ist die einzige, die Geschehnisse in Winterfeste noch wirklich am Herzen liegen. Mal sehen, ob da mir jemand hinterherkommt. Bisschen klauen muss man ab und zu mal. Besonders wenn es Dehnsteine sind. Ich hab nichts gemacht. Er wird euch als erster sagen, dass es uns ohne die Akademie besser ginge. Und ich stimme ihm zu. Okay, der merkt nichts. Gut. Oh, da ist ein Kind. Was macht ihr überhaupt in Winterfeste? Papa sagt, dass Leute wie ihr der Grund seid, dass hier niemand mehr wohnt. Ja, dann glaubst du aber sehr viel, was dein Vater dir gesagt hat. Deswegen hast du wahrscheinlich auch Zimmerarrest. Oder Hausarrest. Okay. Also hier kriegen wir nichts gebacken. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Lass mich raten, jemand hat euer Restverstand weggeklaut. Oh Mann, hey. Es tut mir leid. Könntet ihr den Geruch beschreiben? Als ob ein schreckliches Monster explodiert wäre. Was habt ihr getan? Es war eine kleinere Fehlkalkulation. Ich habe sie für zukünftige Experimente bereits berichtigt. Genau aus diesem Grund haben die Leute ein Problem mit eurer Akademie, Nelaka. Ah, da haben wir doch den Herrn. Erstmal hinsetzen lassen, höflicherweise. Hallo, Nelaka. Mit Anwärtern für die Akademie habe ich nichts mehr zu tun. Also braucht ihr gar nicht erst zu fragen. Ich suche nach einem Elfenmagier, der die Sterne studiert. Wer hat euch geschickt? War es die Akademie? Der Jarl? Wir hatten uns doch geeinigt, dass keine weiteren Fragen mehr gestellt werden sollten. Eine Priesterin von Azura hat mich geschickt. Ihr arbeitet mit den Daedra zusammen? Ja, sicher. Und jetzt erzählt mir den von der argonischen Maid und dem rüstigen Baron. Ich habe zu nichts zugestimmt. Redet einschüchtern. Beruhigt euch. Ich werde euch alles erzählen. Was wisst ihr über Seelensteine? Damit wirkt man Verzauberung, nicht wahr? So ist es. Nur, dass der Stein dabei immer verbraucht wird. Sie sind empfindlich. Außer einem. Azuras Stern. Ein daedrisches Artefakt, durch das beliebig viele Seelen hindurchgehen können. Ein paar von uns wollten herausfinden, wie es funktioniert. Ich habe damals unter Marlin Waren gearbeitet. Hätten wir doch nur gewusst, was er in Wirklichkeit vorhatte. Was hat denn Marlin getan? Marlin wollte den Stern verändern. Er war krank und lag im Sterben. Und er dachte, er könnte seine Seele in den Stein transferieren. Unsterblich werden. Es hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Irgendwann kamen Schüler zu Tode. Schließlich verbannte ihn die Akademie. Er nahm ein paar loyale Schüler mit zu Ilinaltas Tiefe und verschwand. Hört mal, mir ist es egal, wer euch gebeten hat, den Stern zu finden. Aber bringt ihn nicht zurück zu Azura. Die Daedra sind böse. Sie sind der Grund, weshalb Marlin wahnsinnig wurde. Wie funktioniert denn Azuras Stern? Ich habe doch erwähnt, dass der Stern ein Seelenstein ist. Nur, dass er sich niemals verbraucht. Es gibt noch eine weitere Regel für das Artefakt. Ihr könnt im Stern nur weiße Seelen speichern, die zu den niederen Kreaturen gehören. Azuras Magie lässt nicht zu, dass schwarze Seelen darin eindringen. Als Sterblicher war Marlins Seele schwarz, also bestand ein Teil seiner Arbeit darin, Azuras Regeln zu durchbrechen. Er hatte sein Ziel fast erreicht, bevor... Nun, das habe ich euch bereits erzählt. Wir haben den Daedra Marlin denn in den Wahnsinn getrieben? Azura ist keine normale Daedra. Sie herrscht über ein ganzes Gebiet im Reich des Vergessens.
Je stärker Marlin den Stern bearbeitet hat, desto nachhaltiger konnte sie ihn vernichten. Es fing ganz langsam an. Marlin begann Dinge zu sehen, die gar nicht da waren. Dann brüllte er Schüler wegen Sachen an, die sie gar nicht gesagt hatten. Dann kam ich eines Tages dazu, wie Marlin eine Schülerin getötet hatte. Und in einem furchtbaren Moment der Inspiration begann er, ihre Seele für seine Arbeit zu nutzen. Anscheinend hat Marlin bekommen, was er verdient. Die Akademie würde euch dazu stimmen. Aber habt ihr eine Vorstellung davon, wie viele unschuldige Leben vorzeitig beendet wurden, nur damit Azura ihre Rache haben konnte? Wir gelten den Daedra nichts. Wir sind nichts als Schachfiguren, die sie herumschubsen, loben und bestrafen können, wie es ihnen passt. Ja, okay, das will ich jetzt nicht wissen, dass er zur Akademie gehört. Also gut. Ja, also gut. Wollen wir mal kurz was schauen? Liegt da sein Stab? Nö. Okay, Freunde, dann hocke ich mich jetzt einfach mal hier hin. Und sage dann Dankeschön fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge von Let's Play Skyrim Special Edition. Tschüss.